Ah, zurück zu Dying Light. Hat das Aufnahmegerät gerade hier abgezickt? Na gut, ich habe hier bei Kollega die guten Dynamitstangen ab. Ne, C4 war es, ja? Ne, oder? Was war? Ne, Dynamitstangen abgegeben. Und jetzt wollte ich nochmal kurz gucken hier. Er sagte, wo ist denn das hier? Kreide, dies, das, Scheinwerfer. Irgendwie soll an der Anlegestelle, wo ist er denn hier, der gute Spike sitzen. Lass uns mal nochmal da hinlaufen. Warte mal, muss ich ja vielleicht markieren, weil sonst finde ich da natürlich nicht hin. So, hier oben beim Safehouse irgendwo hier an der Anlegestelle. Ich weiß aber jetzt nicht, wo die wirklich ist. Ist es das hier? Ne, das ist ein Reiz toll. Okay, lass mal einfach hier hindüsen. Und gucken wir mal. Sind, aber ist wie es ist. So, der gute Spiky, wo ist er? So, Anlegestelle, wer weiß es denn, wo sie ist? Fähre. Können die schwimmen? Ich weiß es gar nicht. So, versucht die Fähre klar zu machen. Ich weiß nicht, ob ich ihn irgendwie hier finde. Lass mal eben gucken, was es hier für Quests gibt oder irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein Event ist, Story, Nebenquest, würde ich mal sagen. So, jetzt lass mal gucken, wo könnte denn hier die Anlegestelle sein? Ich habe keine Ahnung.
So, wo fährt denn die Fähre ab? Ich weiß es aber nicht. Mal gucken. Wasser, Fähre, sowas vielleicht? Ah, die Äffchen, ey. Mal gucken, unter der Brücke war ich ja eigentlich schon, ne? Ganz gut. Okay. Kommt man da irgendwie rüber? Ups. So, das kann ich natürlich mal abgeben, ne? Kurz zurückschwimmen. Der Quartiermeister hat mir gezeigt, wo ich nach den Flüchtern suchen sollte. Jetzt habe ich endlich einen guten Grund, mich nachts im Freien aufzuhalten. Flash, okay. Gar nicht so coole Sachen, ne? Was haben wir denn jetzt ausgerüstet? Raff ich nicht. Wir dürfen ja nicht killen, ne? So war das so.
Okay. Thank you.
dass man nicht der gute Spikey ist, oder? Spike freut sich. Alles mit, oder? Hm. Messer jetzt vielleicht nicht. Okay. Lass mal gucken. Tuk, tuk, tuk. Granaten nicht schlecht, ne? So, was bringt das hier oben? Aufputschmittel, na gut. Und falschen interessiert mich eigentlich nicht. Tarnung. Oh, lernen Sie, wie man Leichen dazu nutzen kann, um sich... Okay, das ist natürlich interessant. Okay, sounds good. Okay, Spikey. Spikey kann nur das, okay. So, er hat aber auch gesagt, dass er hier eigentlich eher auf mich wartet, ne? Ich dachte, er hat jetzt hier irgendwie noch ein bisschen was zum... Sonderlieferung. Hm. Neil Fallon, ich schreibe für das Magazin für internationale Beziehungen. Ich habe von Ihnen gehört. Ja, das ist cool. Ach, wirklich? Okay. Wie sind Sie hier reingekommen? Zu Beginn der Krise war das nicht so schwierig. Und als Sie Suleiman dann die Zügel in die Hand gaben, war klar, wie sich die ganze Sache entwickeln würde. Und da wollten Sie bleiben? Ehrlich gesagt will ich gerne weg. Aber das scheint momentan unmöglich. Normalerweise gibt es in abgeriegelten Städten jemanden, den man bestechen kann. Hier nicht. Ich kann Ihnen da nicht helfen. Hier kommt keiner raus. Scheint so. Aber meine Arbeit... Ich habe seit dem ersten Tag der Krise Aufzeichnungen gemacht. Hunderte Interviews mit Leuten, die keine... Naja, keine Leute mehr sind. Suleiman hat viel auf dem Kerbholz. Die Welt muss erfahren, was hier vorgefallen ist. Ich bin verzweifelt, Mann. Ich habe meine kompletten Aufzeichnungen verloren. Das Internetcafé, in dem ich mich verschanzt hatte, wurde angegriffen. Ich kam ohne Biss davon. Aber meine Umhängetasche ist noch dort. Und die Sachen sind in der Tasche? Die meisten. Während meiner Flucht musste ich meine Kamera in einem Auto deponieren. Ich weiß, ich verlange viel. Selbst wenn ich alles finden sollte, sitzen Sie immer noch hier fest. Hören Sie, ohne meine Aufzeichnungen gibt es keinen Grund, Harran zu verlassen. Das Café ist in einem komplett überrannten Viertel. Gut, vielleicht, aber ich verspreche nichts. Okay, wo ist denn das? Lass noch mal eben gucken. Okay, wo ist denn das? Ganz woanders. Okay, jo, können wir aber mal hinlaufen, oder? Was machen denn die anderen Vögel hier so? Was machst du? Gar nichts. Wer bist du, Jimmy? Auch nichts. Okay. Gut, laufen wir da doch mal hin. Nichts Besseres zu tun. Wir müssen auch noch ein bisschen looten, ey, weil ich habe gar nichts mehr. Gibt's hier was Schönes? Ja, lecker Mittagessen. Okay. Grand Chichi. Okay, dann laufen wir mal los. Na komm, weg hier. Also, kommt jetzt. Unglaublich, oder?
Ich habe mal so gar keine Ahnung, warum die alle so heiß auf mich sind. Leute, entspannt euch mal. So, jetzt müssen wir endlich mal überlegen, wo wir hier lang könnten. Nur am Schreien, ey. Wo bitte ist denn sein Täschchen? Ups. Das hat ja mal nicht geklappt. Fallon, ich bin in der Nähe des Cafés. Worauf soll ich achten? Bestellen Sie keinen Latte. Die Milch ist meistens sauer. Mhm. Super Witz. So. Alter, was ist denn hier los, Leute? Oh, könnte ich mal eine Waffe haben? Oh, keine Waffe dabei. Das ist nicht gut. Lass mal gucken. Oh, das ist doof. Können wir mal was basteln? Also einfach geht das nicht. Okay, hab ich die alle abgelegt oder was? Nicht so clever. Was machen wir denn da? Ups, ich muss ja irgendwie mal rausfinden, warum die so aggro sind. Und sind viel freundlicher. Okay, jetzt Waffen hier. Irgendwie brauchen wir ein Lager, ne? So, Savingtonhausen ist irgendwo hier. Komm schon. Ja, ich kenne euch ja mittlerweile. Junge, was ist denn los? So, mal gucken. Irgendwo hier. Komm rüber. So, wir sind ganz am Turm. Das ist natürlich cool. Puh. Unsere Späher haben gesehen, dass Leute in die Schule rein sind. Da ist jemand drin. Mhm. Na gut, wenn wir jetzt hier schon rumgelaufen sind, dann können wir eigentlich auch... Können wir hier noch rein eigentlich? Nee. Können wir erstmal ein Päuschen machen. Alles abgeliefert bei Spike. Und zwischendurch mal kurz ins Gefängnis reingeschaut. Ach du Scheiße, na gut. Okay, pennen wir erstmal ein bisschen. Machen dann beim nächsten Mal weiter. Bis dann, ciao.